Was haben wir dann gemacht? Wir haben auf limitierten Platz gekocht, im Wagen, worauf man sich halt dann einstellt. Also vielleicht ein paar Wörter zum Wohnwagen, zur Wohnwagen-Experience. Die erste Nacht war gerade für mich ungewöhnlich und unangenehm auf so limitierten und der Privatsphäre beschnittenen Platz zu übernachten und zurechtzukommen. Aber man gewöhnt sich schnell dran und man kann sich schnell limitieren und mit weniger zufrieden geben, finde ich. Also ich hatte damit gar kein Problem, weil ich hatte das halt schon davor Ja, ein das ist paar gut. Mal. Also Wobei wir auch wirklich das Maximum an Komfortabilität, was Vans angeht, ausgereizt haben, weil wir in einem 6-Personen-Wohnwagen unterwegs waren. Ja, und wir waren nur zu dritt, also. ich weiß, es gibt noch viel bessere, aber jetzt im vernünftigen Rahmen. Okay. Im vernünftigen Rahmen war es schon Luxus. Ja. Wenn wir jetzt von einem Wohnwagen im vernünftigen Rahmen reden. Für mich Jetzt war nicht es dann von am Wohnwagen Ende jetzt. groß genug und vielleicht sogar ein bisschen größer, als es nötig wäre. Abgesehen von der Dusche, die war wirklich klein. Aber Aber so sind die nun mal. so ist es nun So mal. ist es nun mal. Man muss sich halt limitieren. Das ist der Deal, den man eingeht. Dafür waren wir nicht campen. Weil da sage ich Stopp. Campen ist Ich gehe scheiße. nicht in so ein Plastikzelt, baue das eine Stunde auf oder länger, wenn ich trottelig mich anstelle, keine Ahnung. Und bin dann in so einem dummen Plastikplane. Jedenfalls ist das nichts für mich. Wir haben das auch nicht gemacht. Oder Insekten reinkriechen. Ja. Ich wurde immer von Spinnen gebissen, wenn ich gezeltet habe. Immer. Ich bin allergisch auf Spinnen. Ja. Das ist scheiße. Von Claire gingen wir zum letzten großen Ziel, bevor der Outback-Part anfing, nämlich dem Wilpena Nationalpark, Ja, genau. wo wir uns auch mehrere Tage aufgehalten haben, wo Licky Zeit bekam, sich auszuruhen, Genau. wo ich derweil manche kleine Wanderungen unternahm durch den Nationalpark und wunderbare Dinge gesehen habe. Es gibt riesige, unberührte Wälder, wo jeder Baum einzeln aus, also einzeln individuell ist. Jeder Baum ist anders verkrümmt und auf dem ganzen Boden, abseits vom Weg, verrotten die alten Baumstämme Und und keiner kümmert dienen sich drum. als Dünger für das, was da nachkommen mag. Ja. Und es ist wirklich faszinierend, wenn man nur diese Planwälder aus Deutschland Ja, kennt, wo ein gerader Baumstamm nach dem anderen kommt. kein Vergleich. Also ich habe zuvor schon mal einen unberührten Wald gesehen, aber nicht in diesem Ausmaß. Ich auch nicht. Also später dann. Ja, in Wilpinas hast du ihn leider gar nicht gesehen. Wenn du noch wenn du meine Fotos hättest sehen können. Und da sah ich zum ersten Mal Ameisen, die so groß sind. Was hast du noch gesehen? Ich bin einen Berg hoch gekraxelt, als ich endlich meinen Hut hatte, weil das war mir sehr wichtig, dass wir einen Australian Hat bekommen, Aus womit Leder. was halt eine ziemlich typische Tracht dort ist für Einheimische und ziemlich cool aussieht. Und jetzt haben wir auch endlich mal einen Hut. Was hast du noch gesehen? Du hast gesagt, du hast noch was gesehen. Was ich noch gesehen habe, ich habe Bergziegen gesehen auf dem Berg. Die sind da einfach so normal rumgehüpft. Und es war sehr steil und sehr windig. Und die Sonne ging langsam unter. Und da wir uns eine Nacht zuvor, an dem Tag, als wir unsere Hüte gekauft haben, auf dem Rückweg von einem Restaurant zu unserem Van im Dunkeln verlaufen haben, weil es keine Lampen dort Ja, gibt, das war so behindert. bin ich frühzeitig auch runtergekraxelt, bevor die Ja. Sonne unterging und habe leider den Gipfel nicht erreicht. Aber es war sehr vernünftig von Hätte ich dir. eine halbe Stunde mehr gehabt, dann wäre ich zum Gipfel gekommen. Trotzdem war es sehr vernünftig von dir. In Wilpina haben wir dann nach 2 eher relaxten Tagen, wo man dann schon mittags ein Bierchen trinkt, und du nicht, du musstest Ich schlafen habe geschlafen. und über Gott und die Welt redet, wieder einen großen Tag gehabt, wo wir ganz früh morgens aufstehen mussten, um einen Rundflug über die komplette Wilpina-Gegend zu machen. Was wirklich fantastisch aussah und was einem halt, also dieser Blick von oben, der bildet sich auch in der Aborigine-Kunst ab, die man,
an Ja. vielen Ecken kaufen kann. Ja. Also halt dieses abstrahierte, diese abstrahierte von oben Perspektive bildet sich in der Kunst ab, weil die Bäume von oben werden zu kleinen Punkten und das gesamte Land ist mit Hunderten und Tausenden von Bachbetten durchzogen, die in der Regel ausgetrocknet sind, aber sobald es mal regnet, werden die ganz schnell geflutet. Ja. Und diese Creeks, diese Bachbetten, durchziehen das Land wie Adern. Und Genau. wenn man sich die Aborigine Art anguckt, wird das sehr oft in den Bildern Ja. aufgegriffen. Ja. Man versteht es aber erst, wenn man das mal von oben so gesehen hat. Und wir sahen halt auch diese Bergformationen und der Vilpina Pond im Speziellen ist halt eine Bergkette, die beinahe einen Kreis bildet. Und innerhalb dieses Kreises ist der Pound. Ja, genau. Ja. Und die Bergkette selbst nennt man auch also nennt man die Flinders Ranges. Flinders ist ein berühmter Entdecker in Australien. Es gab in Adelaide auch eine Flinders Academy Ja. oder University, was auch immer. Jedenfalls ist Flinders ziemlich prominent dort. Ja, und da hatten wir einen Führer. Ja, wir haben nämlich ein uns bis dahin unbekanntes also Flugziel gehabt, Genau. was sich als Igarwata herausstellt. Erzähl uns, was über Igarwata liegt. Igarwata ist eine kleine Community, die von einer Handvoll von Aborigines quasi hochgezogen wurde. Und da leben auch nicht sehr viele. Und man kann sich das so vorstellen, also die Sache ist, es fing schon mal so an, dass uns gesagt wurde, dass wir die ersten Touristen sind, denen das überhaupt gestattet wird. Wenn ich dich korrigieren Ja. darf, es ist nicht so, also Igarwata ist ein Touristenort Ja. und die Aborigines dort leiten das und sie wünschen sich Touristen und brauchen sie auch, um zu überleben, weil das ihre Arbeit ist, dort Touren zu machen. Und es ist möglich, normal anzureisen, anzufahren mit Bussen, was auch immer, und dort ein paar Tage zu übernachten und verschiedene Touren zu machen in die Umgebung, aber auch etwas über ihr Leben zu erfahren. Also Ja. der Stamm hieß Andiamata, was so viel heißt wie Rock People, Felsenmenschen. Genau. Und wir waren halt in dem Sinne in einer privilegierten Position, weil wir von unserem Wilpena Tourist Resort, was auch immer, mit einem Flug nach Igarwata geflogen wurden, Genauso. was zuvor nur CEOs gemacht haben und Genau. Manager. Was schon cool war. Ja, natürlich. Und ab sofort ist es auch möglich. Also wir waren die erste Runde von normalen Touristen, die rübergeflogen wurden. Genau. Und nach uns machen es jetzt alle. Und Genau. man kann sagen, hoffentlich werden diese Gelegenheit auch viele Leute ergreifen, weil es auch einer der besten Tage war. Ja. Und eines der beeindruckendsten Erlebnisse Ja. auf dem Verlauf der Reise. Also wir wurden da quasi rübergefahren und dann haben wir erstmal Bekanntschaft gemacht mit anderen Touristen, die quasi mit uns diese Tour machen würden. Deutsche Was übrigens auch. lustigerweise war auch eine deutsche Familie dabei, beziehungsweise eine Familie, wo die Mutter deutsch war und die Kinder und den Vater dann eben auch unterrichtet hat im Deutschen und die dadurch auch Deutsch verstehen konnten, sehr gut, was ganz nett war. Und ja, dann haben wir unseren Führer quasi kennengelernt, das war der Terry. Und es hat, glaube ich, bei uns beiden auch eine Weile gebraucht, bis wir überhaupt gemerkt haben, hey, das ist jetzt ein Aborigine. Du wusstest es am Anfang auch nicht. Nein. Ich hatte es auch nicht gedacht. Der Ich hatte habe es halt nicht einen umrissen irgendwie. etwas brauneren Ton, aber war halt normal angezogen, wie du und ich, und hatte Ja. auch einen coolen Hut. Und eine Ja, coole Sonnenbrille. und ich dachte halt, das ist halt irgend so ein Australier, der jetzt uns Ja. irgendwas erzählen wird. Ja, Keine sehr Ahnung was. uriger Australier. Es stellte sich aber als Andiamata-Angehöriger Genau, heraus. was ganz cool war. Und der führte uns erstmal so quasi auf in Richtung Igarwata und hat uns auf dem Weg dann verschiedene Sachen gezeigt, hat uns Pflanzen erklärt, hat mich dauernd gestochen mit irgendwas. Weil es Heilkräfte hatte. Weil es Heilkräfte hatte. Und hat ihn dann Tee jagen geschickt. Ja, er hat mich an einen Hügel raufgeschickt, wo ich
einen Busch verletzen musste und seine Blätter klauen musste, um damit man mir damit man Licky später einen Tee machen Ja, konnte. aber dann war der Pilot da, der dann gedacht hatte, du willst die Blätter mit nach Deutschland nehmen, hat Was halt gemeint, das verboten darfst du nicht. wäre. Und aus Panik hast du sie dann weggeworfen. Ja, und als Terry dann später nach den Teeblättern fragte, war ich sehr pikiert und sehr beschämt, eingestehen zu müssen, dass ich sie weggeschmissen hatte. Ach, das war nicht so schlimm. Und der Pilot nur so, oh! Alles war herrlich. Ich fand das lustig. Hm. Ja, dann, wie wir dann ankamen bei Eager Water, bekamen wir dann erstmal was zu trinken und selbstgemachte Moment, Muffins. Moment, du greifst etwas vor. Möchten. Die Sache ist nämlich, wir haben einen spirituellen Weg begangen. Ach so, ja, Erstmal stimmt. den Creek entlang zu 35.000 Jahren alten Höhlenmalereien der Vorfahren Terrys, der Andiamata, die schon seit zig Jahrtausenden, Jahrzehntausenden Jahren in Australien leben, Ja. an diesem Spot. Und es gehört halt zu der Tradition, dass man erstmal etwas über die Fauna und Flora erfährt. Genau. Eine Horde Emus ist an uns vorbeigelaufen. Emus. Und schließlich kamen wir auch zu den Höhlenmalereien. Und es war schon beeindruckend, und dass sich das so gehalten hat auch. Also Ja, ich meine, es war also keine tiefgehende Höhle, es war mehr oder weniger draußen, es war relativ halt offen, ne? ein bisschen so von der Felsformation überdacht. Ja, Und unten aber war Emu-Kacke. aber man hätte jetzt denken können, einfach, dass der Regen durch Regen und Wind und Ja, alles, dass das ja, so ja, ja. gebleicht und gewaschen wird. Und da hatte ich halt meinen ersten Kontakt so mit der Aborigine Art. Also Ja. später würde ich noch sehr viel moderne Kunst sehen, aber das war halt das, worauf alles basiert auch. Und Genau. man sieht, die Ursprünge haben sich bis in die Gegenwart getragen, weil Genau. es ist auch diese von oben Perspektive, und es gab drei Grundfarben. Also es gab das Weiße, das Rote, das Schwarze und noch ein bisschen Gelb. Und man konnte die Farben immer noch alle gut erkennen. Und das Rote steht quasi für das Leben, für die Kraft. Das Und Weiße war das Spirituelle, der Geist. Schwarze und Gelbe habe ich vergessen. Schwarz Jedenfalls. war, ich glaube, das war, wenn immer ein Kampf ist. Ja? Ja. Okay. Und es gibt die Traumwege. Genau. Nach dem Glauben der Aborigines, oder eine Traumwelt, und verschiedene Traumwesen, wie zum Beispiel die Regenbogenschlange, die vor langer, langer Zeit das Land durchkreuzt hat und Genau. daraufhin auch diese Creeks, die Bachbetten hinter sich ließ und die großen Flussbetten und so das Land geformt hat. Und diese Linien bestimmen die Kunst und auch die Punkte. Und man selbst ist zum Beispiel ein roter Punkt, der mit einem weißen Kreis umgeben ist, was so viel bedeutet wie, dass die Ahnen, deine Vorfahren, Die sind dich quasi immer schützend schützend umgeben. um dich, genau. Genau. Und da die Adiamater glauben, dass diese Region der Ursprung der Menschheit ist und es auch naturwissenschaftlich einige Funde gibt, die alte bestehende Theorien ein bisschen erschüttern lassen und ein bisschen zweifeln lassen und auch wissenschaftlich es zumindest Anzweifeln. theoretisch möglich machen, dass Ja. Australien der Ursprung der Menschheit ist. Ja. Also nach deren Glauben, als wir da Nach dem ankamen. Glauben ist es so, dass wir alle dort herstammen Ja. und dass der Kreis sich quasi schließt. Das ist Genau, kein für uns Zufall. hat sich jetzt der Kreis geschlossen, weil wir an den Ursprung quasi unseres Lebens zurückgekehrt sind. Ja, genau. Was machst du denn bei dir? Der Kater will die Regale ausräumen. Hast du wieder eine Motte gefunden? Spontan Frühjahrsputz Also sind im wir an dem Sommer. Tag zu dem Ursprung Genau. von uns Also selbst unser Kreis hat zurückgekehrt. sich geschlossen eigentlich an dem Tag, kann man sagen, nach dem Glauben der Aborigines. Ja, Was ganz cool dann war. gab es so ein bisschen organisatorische Holprigkeiten. Also erstmal waren wir in Igawate selbst, im Ort, wo Terry und seine Frau innerhalb von 17 Jahren eigenhändig und mit ein paar anderen Aborigines einen kleinen Ort hochgezogen haben, mit ein paar Hütten. Und wo er uns einen unverfälschten Einblick in die Aborigine
Kultur beziehungsweise deren Probleme, deren gesellschaftliche Probleme geben konnte, weil die Aborigines große Probleme so mit den Grundstücken haben und Ja. auch damit, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und eins der echten Probleme Australiens ist halt, dass es wirklich noch eine stark geteilte Gesellschaft ist, wo Ja. die Aborigines halt in der Regel im Inland sind, im armen Inland, im Outback, wo es nichts gibt. Und die Küste halt die reiche Region ist der weißen Menschen. Ja. Und dass viele Menschen in Australien Vorurteile gegen die Aborigines haben, weil sie immer nur den kleinen Prozentteil der Aborigines in den Outback-Städten sehen, die obdachlos sind und drogenabhängig Und oder betrunken die kriminell. ganze Zeit und da liegen und Was halt auch ein Effekt des Außenseitertums ist, den die ja. Aborigines zu großen Teilen immer noch haben. Ja. Während der größte Prozentteil der Aborigines, wie die Leute in Igga-Water, normale Leben führen und Genau. auch Geschäften und Arbeiten nachgehen. Aber leider, wie so oft, wird halt immer eher das Negative gesehen als das Positive. Und das Aber Negative wird dann als Norm genommen. man spricht über Leider. das, was man sehen kann und nicht über Genau. das, was man nicht sieht. Leider. Ja, da haben wir dann eben so einen Einblick bekommen. Uns wurden dann auch so die Hütten gezeigt, wo die dann für die Touristen hergerichtet waren, wo sie dann übernachten konnten, was auch echt nett gemacht war. Unsere deutschen Mit Freunde zu. Betten und sogar Airconditioner und alles Mögliche. Ja, unsere deutschen Freunde waren auch über mehrere, also über 2 Tage oder so da und würden auch noch die Nacht dort bleiben. Ja, genau. Also wir waren wirklich eine kleine Gruppe, außer uns und dem deutschen Ehepaar mit den 3 Kindern war da niemand. Ja, was aber ganz nett war. Ich mochte die kleineren Gruppen eben am liebsten. Ja, durch die kleinen Gruppen wird es persönlicher. Ja. Wir haben dann später auch das Gegenteil kennengelernt. Ja. Ja, gut. Ja, und dann? Dann wollten wir eigentlich erstmal zurückfliegen. Genau. Wurden auch zurückgefahren erstmal mit dem Bus da zum Flugzeug. Ja. Dann hat doch irgendwas mit dem Flugzeug nicht gestimmt, Nee, oder? nee, der Pilot und Terry haben so ein bisschen gesprochen und dann kam halt raus, im Programm war eingeschlossen, dass wir zum Lunch eingeladen Ach sind. so, ja. Und das wussten wir halt erstmal nicht, das waren halt so die Holprigkeiten Ja, des klar. ersten Versuchs so. Muss sein. Also sind wir wieder zurück. Terry hat mir so High Five gegeben, hey, welcome back. Ich hätte dich nicht so früh zurück erwartet. Hat uns zurückgefahren. Ja, und dann, bevor wir überhaupt ein Lebendes gesehen haben. Haben wir erstmal ein Totes gesehen? Nein, nein, nein. Ein totes Gegessen. Ja, Ein totes Känguru. ein Känguru. Ein von den dort lebenden Aborigines gejagtes und gekochtes und zubereitetes und uns serviertes Känguru. Und ausgesprochen leckeres. Was, wie ich meinen möchte, das beste Fleisch war, das ich Ja. bisher in meinem ganzen Leben gegessen habe. Ja. Also, unser Freund hat auch gesagt, es kommt sehr darauf an, wo du Roo, die Shortform von Känguru, isst in Ja. Australien. Aber er meinte auch, dass das bisher beste Roo war, das er verköstigt hat. Weil es auch sehr jung war. Das war sehr jung. Also er gesagt, es war sehr jung und junge Tiere schmecken süßer und sind weicher. Ja, ich wollte dann noch was nachnehmen, aber wie ich sah, war schon dann auch alles Der Pilot aufgebraucht. wollte auch was nachnehmen. Der kam dann auch ganz enttäuscht mit dem Teller wieder zurück. Ja, aber was vielleicht auch so ein bisschen was wir irgendwie so gewöhnt sind, dass immer was übrig bleibt und dass man immer was nachnehmen kann. Und das war halt genauso proportioniert, dass jeder eine gute Portion nehmen Ja, konnte ja. und auch nicht mehr, also Ja. dass nichts verschwendet werden würde. Ja, dann haben wir erstmal schön uns satt gefuttert. Ja. Haben dann noch ein bisschen Smalltalk betrieben, auch mit den anderen Aborigines, die sich dann dafür interessiert haben, warum Deutschland geteilt wurde damals. Ja, ich habe mit einem Aborigine eine schöne Unterhaltung geführt über Deutschland beziehungsweise über den Kalten Krieg und habe ihn erstmal erklären müssen, dass es da halt keine heißen Gefechte gab, also keinen normalen Krieg, sondern nur diesen Clash der Ideologien zwischen Kommunismus Ja. und dem Kapitalismus, der Sozial, ne? Alliierten, Amerikaner. Und das war halt auch mal interessant, jemanden zu treffen, der das alles
kaum kennt, Ja. weil es einfach nicht in seiner Weltanschauung Ja, der hat das auch inbegriffen nicht ist. verstanden, warum die da eine Mauer gemacht haben. Wozu? Ja. Hat er immer gefragt, warum denn? Das war schon interessant, ja. Ja, und das macht dann halt auch klar, dass man an einem wirklich anderen Ort ist, wenn man Ja. so Dinge, die einem halt vollkommen selbstverständlich erscheinen, anderen Menschen erklären muss, weil es einfach nicht zu ihrem nötigen Wissen gehört. Okay, das war halt, ja, war ein wirklich toller Tag, war ein sehr unverfälschtes Erlebnis, Ja, wir sehr waren dann auch herzlich. sehr müde. Die Leute waren, ja, sind wir waren auch müde, aber die Leute waren halt offen Ja. und echt, es war Ja. echt. Ja, es waren Einblicke, die du nicht kriegst sonst. Nee, also der Mann von der Dorka, von den anderen Touristen, meinte zu ihr, dass er in 6 Stunden Dokumentation über die Aborigines nicht hätte lernen können, was er dort in einer halben Stunde erfahren hat. Ja. Und das bedeutet es halt, im Gegensatz dazu, ein Museum zu besuchen oder so, wirklich vor Ort zu sein und zu sehen, wie es wirklich ist. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich in Australien nie Tomaten essen darf, die aus dem Boden wachsen. Hä? Weil es ungefähr 7 verschiedene Arten gibt von wilden Tomaten, die wachsen, aber nur eine ist essbar. Und das zu unterscheiden ist so schwierig, dass du dich eher vergiftest mit den falschen. Deswegen sollst du Tomaten nicht essen, wenn du wilde siehst. Ja. Das sollen nur Leute machen, die sich sehr gut damit auskennen, wie zum Beispiel Aborigines. Ja, sicher. Die Aborigines wussten zum Beispiel, dass es neben einem Busch, wo ein Ertrunkener mal irgendwann gefunden wurde, wenn dieser Ertrunkene, ertrunken, verdurstet, wenn dieser Ertrunken am Sand. in der Wüste ertrunken, aha. Im Sand. Vielleicht betrunken. Betrunken. Übrigens Betrunken, sterben viele ertrunken. Betrunkene in der Wüste, weil sie Ja. dann Fehler machen. Weil sie dumm werden und aggressiv und. Goldene Regel: Mach keine Fehler, betrink dich nicht in der Wüste. Ja, ganz schlimm. Ja, da war ein Verdursteter neben einem Busch. Ja, und hätte man einen halben Meter gegraben, hätte er gewusst, also hätte es gewusst, dass dieser Busch sehr viel Wasser speichert und dass Ja. er dort Wasserreserven bekommen Ja. hat. Aber hat sich wohl jemand nicht informiert. Ja, das ist halt das Wissen, das die Aborigines durch diese jahrzehntetausendlange Erfahrung mündlich weiter tradiert haben Ja. und noch heute haben. Okay. Tja. Back from Igawata. Weg. Schlafen. Up to diese kleine Stadt da, wo wir noch ein bisschen Einkäufe gemacht Ja, haben. genau. Da war so eine kleine Stadt da. Hockers. Hockhaus. Hockers War ist da nicht eine, dieser Zwerg? ja, der Zwerg. Aber zuvor, waren wir in Blinmans. Blindmans, ja. Blinman, wo heute noch 30 arme Seelen hausen. Früher war es eine von mehreren tausend bevölkerte Minenstadt. Und dort haben wir auch das Glück gehabt, eine Mine besichtigen zu können. Genau. Mit Also wir hatten einer da so eine Führerin. Sehr netten, coolen Führerin. Ja, genau, die uns da abgeholt hat, kam da so an mit ihrem Motorrad. Ja. Haben wir dann schöne Helme gekriegt auf dem Kopf, war? Und Lampen und dann sind wir runter in die Mine. Ja, war eine War nett. schöne Art, den Vormittag zu verbringen. Ja, es roch da unten gut. Das auch. Blindman zurücklassend fuhren wir zu Hawkers, wie gesagt, wo wir dann unsere letzten Einkäufe vor der großen Outback-Tour Ja. machen würden. Und das war witzig, weil da war, also es gab dann so 2 Supermärkte, wo wir drin waren und ein bisschen Preise In verglichen haben. ganz Hawkers gab es 2 Ja, Supermärkte. und die waren echt, also so im Vergleich, so klein und du gehst rein und denkst dir, du kriegst dann nie im Leben alles, was du brauchst. Nie im Leben. Und letztlich haben wir alles gekriegt. Ja, wir sind es halt gewohnt, dass wir diese Regale haben, wo so viel Überflüssiges drin Ja, ist. und am besten von allem nochmal so 10 verschiedene Marken. Und das war halt da einfach nicht. Da hattest du dann halt 3 Päckchen Rosinen, die da standen, und 10 Dosen Apfelmus, und das war's dann einfach. Also natürlich noch mehrere Sachen, aber da gab es halt nicht 10 verschiedene Marken pro Ey, Artikel. ich hatte alle Zutaten zusammenbekommen, um Curry zu machen. Ja. Also es war genug Da da. war dann ein großer Kühlschrank, wo man dann aufmachen konnte, wo dann Obst drin war und frisches Gemüse.
Das war super, wo man noch Kartoffeln so einzeln genommen hat. Das war komisch. Wenn ich das Gemüse aus der Kühlbox rausgenommen habe, war hinter mir, also war hinter der Kühlbox quasi ein Mensch, der sieht, dass da was rausgenommen wird und der dann direkt sowas nachgelegt hat. Sodass irgendwie nur ein Sack Kartoffeln da liegt Ja. und das dann ein neuer Sack. Ja, dann haben wir uns Nee, erstmal Quatsch, unsere, Einzelkartoffeln. Egal. ja, dann haben wir erstmal unsere Einkäufe erledigt und hatten dann einen sehr lustigen Kassierer, einen älteren Mann, der ein bisschen aussah wie einer der Zwerge aus der Hobbit, der auch überhaupt keine Eile hatte oder so. Und dann so im Schneckentempo jeden Artikel so kommentierend hier so abgerechnet hat, was sehr witzig war. Ja, was uns halt in arge Zeitnöte brachte, weil um 5 Uhr würde der andere Supermarkt schließen und es war kurz vor 5 und wir müssten dort noch Einkäufe Ja, tätigen darf sich nicht stören und wir müssen lassen. noch irgendwie an Bier kommen. Ja. Übrigens. Und dann haben wir die Zwiebeln vergessen. Ja, und dann haben wir die Zwiebeln vergessen, während ich die Zutaten schnibbelte fürs Curry, ich will ihn mal einfach Pi nennen. The life of Pi. Hat Leaf Pi Pi? im hiesigen Pub erstens unsere Biervorräte aufgestockt. Übrigens, die beste Biermarke Australiens ist Coopers. Es gibt zwei große Biermarken, die nach Wasser schmecken, aber die gute Biermarke ist Coopers. Und der Kniff daran ist, dass du die kleine Flasche nimmst und einmal umdrehst, sodass der Bodenbelag, also so die Der Hefe, Satz. so, was so aussieht wie so Schimmelpilz, Das ist Satz. ja, sieht jedenfalls ekelhaft aus. Das halt nach unten sickert Ja. und den Geschmack aufwertet, dann drehst du es wieder auf. Und du kannst die Bierkorken, Kronen, man sagt Kronen, Ja. ne? So aufdrehen, Ja. dass du keinen Flaschenöffner brauchst, Ja. was ich für eine wirklich fantastische Idee halte. Am besten finde ich immer noch Schnappverschlüsse, diese. Ja, die sind auch cool, aber wie viele Zähne sind gebrochen? Wie Wie viele. viele Smartphones? Ich habe von Smartphones gehört, die denen zu Bruch gegangen sind, der Öffnung von Bierflaschen, wie wir sie kennen. Wobei es doch viel einfacher ist, das einfach aufzudrehen. Ja, eigentlich schon. Jedenfalls hat er dann auch die benötigten Zwiebeln auftreiben Irgendwie können. beschafft, ja. Von den netten Pubbesitzern, die über Zwiebeln verfügten. Und so war auch der Abend gerettet und ich konnte Ja. mein Curry machen. Und davon haben wir auch 3 Tage gefuttert. Ja, und es hat auch für 3 Tage gereicht. Gut, dass wir die Tupperboxen geholt Ja, haben. Das war eine Tupperboxen. gute Idee. Ja. Jedenfalls am nächsten Tag sind wir nochmal nach Wilpina zurückgekehrt, weil wir haben eine Tour mit Derek gemacht, Genau. den wir an dieser Stelle auch weiterempfehlen können. Der übrigens auch ein paar Brocken Deutsch spricht. Also wenn man wirklich gar kein Englisch kann, dann kann man von ihm auch die Sachen, die er sagt, in ein etwas unbeholfenes, aber immer noch verständliches Deutsch Ja, übersetzt bekommen. genau. Und dann waren wir halt in einem 6-Reifen-Gelände unterwegs, um in den Pound selbst zu fahren und Genau. Creeks zu folgen, ausgetrockneten Bachbetten. Was man regulär natürlich nicht machen sollte. Nein. Vor allen Dingen sollte man niemals in Creeks, das ist eine andere Golden Rule, übernachten. Soll nicht campen, hier Zelte aufschlagen und was Und weiß auch ich nicht was. neben einem Creek, Nein. weil wenn es auf einmal regnet, dann passiert es so schnell, Ja. dass das geflutet wird und dass man einfach mitgerissen wird. Ja, und das ist echt gefährlich. Und da gibt es auch genug Opfer. Ja. Und wir sind auch an Touristen vorbeigefahren, die genau diesen Fehler begangen haben. Mhm. Also nicht, dass wir gesehen hätten, wie sie weggeschwemmt wurden. Das wäre geil gewesen. Zu unserer Zeit hat es zum Glück nicht mehr Ja, es geregnet. war warm, aber trotzdem ist es sehr Aber es gefährlich auf ist jeden Fall. ein Spiel mit dem Feuer. Nicht Ja. machen. Ja. Ja, und dann sind wir mit Derek Genau, haben rumgefahren. diese Erzähl schöne mal Tour was. gemacht und Entschuldigung. Haben dann extrem viele, extrem coole Bäume gesehen, die auch durch die Flutungen, die immer wieder in den Bachbecken geschahen, wo dann einfach Bäume umgerissen wurden und Bäume dann abgerissene Bäume in Bäume gespült wurden und dann, wenn das Wasser ablief, dann quasi wieder hängen blieben. Also man konnte dann oft sehen, wie hoch das Wasser hier schon mal gewesen war, was oft sehr hoch war. Haben dann viele Fotos gemacht, sind viel rumgelaufen. Es wurde ganz viel erzählt über die Bäume, über die Pflanzen. Dann ganz viel auch über die Struktur, wie die Berge entstanden sind, die einzelnen Schichten der Gesteine, sodass man dann auch merkt, wie
wie alt das alles ist und dass es viel älter ist, als man sich eigentlich vorstellen kann. Es ist eine der ältesten Bergformationen der Welt. Ja. Und Wir sprechen da über Millionen von Jahren. ja. Und man konnte halt an diesen schrägen Linien sehen, wie das Gestein so irgendwie in diesem ewig langen Prozess so weggedrückt Ja, wurde. also es gab halt immer diese schrägen Risse da drin, wo sich das alles einfach so verschoben hat. Dann haben wir auch schöne Fossilien gesehen, so an der Stelle, wo noch ein bisschen Wasser war. Fossilien im Stein. Also es war auf jeden Fall sehr informativ und man war ein bisschen am Ende des Tages auch ein bisschen voll einfach von diesen ganzen Infos und alles hätten wir auch gar nicht behalten können, aber wir haben auf jeden Fall viel behalten und immer wieder, wenn so ein Stichwort kommt, werden wir dann uns erinnern und sagen, ach, da war ja mal was, ich habe ja mal was gehört. So. Also es war schon ziemlich cool. Und am Ende dann sind wir halt, hat uns dann Derek zurückgefahren, dann haben wir noch schön Aborigine-Musik gehört und so ging der Abend dann zu Ende. Ja. Es hat auch einen ganzen Tag gedauert. Kleine Nebeneinstreuung. Natürlich haben wir viel gegessen. Und wir haben leckere Sachen gegessen. Also wir haben nicht nur so unser Essen im Van gehabt, sondern manchmal hat uns Pi auch zum schönen Lunch oder zum Dinner eingeladen und auch in diese schönen, urigen kleinen Kneipen und Bars Ja. und Motels, die so am Rande von diesem Stuart Highway, wo wir später dem Outback lang gereist sind. Also all diese kleinen Örtchen, die da liegen und ja, da kann man gute Sachen essen. Ja. Und es sieht halt wirklich aus, wie man es sich vorstellt. Es sind so urige, kleine. Es ist wie aus Supernatural herausgegriffen und ich habe dann auch ein wunderbares Steak-Sandwich mal gegessen, wo ich mich dann sehr gefühlt habe wie Dean Winchester und eigentlich nur darauf gewartet habe, dass ein Dämon durch die Tür kommt, dem ich dann den Ja. Salzstreuer in die Fresse brettern Das kann. war in einem Pub, den uns der Pilot von Ja, Igarwata empfohlen hat. genau. Und da hat Licky a sandwich with a lot bestellt und ich einen Burger with a lot. Und a lot heißt so viel wie alles drauf. Also Alles. alles. Bacon, Ei, Alles. Salat, Soße, Und Käse. das ist dann wirklich ein dickes Ding und Ich konnte es nicht in den Mund kriegen. es ist unmöglich, das zivilisiert zu essen. Ja, ich habe es in Schichten dann gegessen. So wie meine Mutter ihre Burger isst, die isst sie auch in Schichten. Ja. Tja. Und nach Derek, also nach den Flinders Ranges, gab es ein letztes großes Gespräch darüber, was uns jetzt im Outback bevorsteht Ja. und was wir dabei beachten müssen, was wir dafür auch ein Stück weit opfern müssen. Es gibt nämlich Regeln. Und ob wir wirklich dazu bereit sind, es wäre uns freigestellt gewesen, an diesem Punkt, der schon eine etwas schwierige Entscheidung war, auch umzukehren. Ja. Und dann hätten wir halt die letzte Zeit in Adelaide verbracht oder ja, halt auch anders. Aber wir wussten, was auf uns zukommt. Wir wussten, was wir machen müssen, an welche Regeln wir halt uns halten müssen. Welche da sind. Wenn du im Outback bist und du übernachtest dort, dann musst du am Morgen deine Schuhe ausklopfen, um zu checken, dass keine Insekten drin sind. Ja. Du musst das Handtuch, das du benutzt für die Dusche, ausschütteln, um zu checken, dass keine Insekten drin Du sind. musst deine Kleidung jeden Morgen checken, um zu gucken, dass da nichts ist. Und check sie ein zweites Mal, Ja. bevor du sie anziehst. Und check deine Haut, ob du irgendwo Bisse Bisse hast, hast. was sehr wichtig ist. Und halt dich von Bäumen fern. Und halt dich von Bäumen fern, weil alles, was gefährlich ist, ist in den Bäumen und unter den Bäumen. Und am Anfang war ich auch ein bisschen, hatte ich auch ein bisschen Schiss, dass ich nicht vielleicht panisch werde, wenn ich jetzt sage, ja, wir machen das, weil ich weiß, dass ich dazu neige, paranoid zu sein. Aber es lief dann doch eigentlich erstaunlich gut ab, wenn man sich einfach daran gehalten hat. Wir hatten jetzt eigentlich auch nie irgendwie Probleme mit irgendwelchem Getier, weil die Sache ist die, solange man eben in Bewegung ist, solange man jetzt mit dem Van oder mit dem Auto einfach so entlang fährt, auch in der Nacht, natürlich passiert dann nichts. Sobald du aber irgendwie hältst und dein Van oder dein Auto quasi so zur
Wärme- und Lichtquelle in der Nacht wird, kommen natürlich Sachen. Das ist klar. Das ist genauso wie die Motten, die bei uns im Fenster reinfliegen, weil es drin wärmer ist und hell. Und wir hatten aber das Glück, dass wir in der ganzen Reise nichts hatten im Van. Wir hatten nur ganz am Ende ganz, ganz winzig kleine Ameisen, was aber nicht schlimm ist. Ziemlich am Anfang. Ziemlich am Anfang. Und ja, am Ende auch nochmal. Und das einzige Mal, wo wir wirklich was Gefährliches gesehen haben, das war unsere allerletzte Nacht im Outback, wo ich dann rausgegangen bin, wie wir gehalten haben, und ich gucke nach oben und sehe in den Bäumen überall Coupons hängen und denke mir, fuck. Und bin wieder umgedreht und wieder in den Van gekommen, weil ich da echt Schiss hatte. Was halt Spinnenkokons waren von einer recht gefährlichen Spinne, die nur 1 Zentimeter im Durchmesser groß ist, die einen weißen Streifen auf dem Hinterleib hat und die, wenn sie dich beißt, hast du nur noch ein paar Stunden. Ja, ich habe den Namen der Spinnenart Ich vergessen, auch, aber aber das reicht mir. Das man zu muss wissen innerhalb reicht von mir. 2 oder 3 Stunden im Krankenhaus sein, sonst stirbt man, wenn man davon gebissen Ja, ist. was schon ziemlich krass ist. Und man muss überdenken, man ist im Outback. Es ist jetzt zwar nie so gewesen, dass wir auf Seitenstraßen waren. Wir waren immer so auf dem Haupthighway, wo dann halt jede Stunde mindestens ein Wagen vorbeikommt. Aber dennoch ist es natürlich, wenn du weißt, du begibst dich jetzt in so eine Situation, hat man erstmal Angst. Ja. Ist klar. Jedenfalls, um in die Chronologie zurückzukehren, wir waren in diesem, ja, wir waren im Van, haben das vorbesprochen am Abend und wir haben Yes, we can gesagt und wollten dann losfahren von Hawker aus Oh Gott. über Port Augusta, was leicht schon am Ozean liegt. Eigentlich mit nur so einer kleinen Ausmündung in den Norden, in den Outback fahren. Und was in dieser Nacht passiert ist, Das könnt ihr euch gar nicht was in vorstellen. dieser Nacht passiert ist, würde ich sagen, erzählen wir im nächsten Teil. Weil wenn ich die Länge des Videos sehe, Doch in dann würde zwei ich, Teile. ja, würde ich sagen, einfach wegen der Größe der Ja. Datei, dann, dass wir das breaken. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und hört weiter rein. I told my friends not to worry, my wife would know how to fix it. Hole in the middle, I'm seeing less of you. Now I'm not going anywhere, and I don't know what I'll do. It's easy to lose your grip. It's easy.
you'll sing.